Kommunikation und Medien studieren zu können, sollte man offen sein. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste überhaupt im kommunikativen Bereich sowieso, ob das nun interkulturell ist, also sprich über Ländergrenzen hinweg, oder ob es innerhalb eines Landes ist, eigentlich ganz egal. Auch Mut, neue Dinge auszuprobieren, weil sich die Branche sehr, 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 sehr schnell durch die Digitalisierung ändert. Neugierde sollte derjenige entsprechend auch mitbringen. Medien- und Kommunikationsmanagement ist sehr breit angelegt und eignet sich ganz toll für den Einstieg, für jeden, der gerne im Bereich Kommunikation, Medien und letztlich Management einsteigen möchte. Es ist doch so breit angelegt, dass man von Unternehmen, Unternehmensberatungen über Agenturen jeglicher Art eigentlich einen Einstieg findet und auch während seines Studiums diese Spezialisierung für sich so entwickeln kann, ob man sich mehr für Event interessiert oder ob man sich breiter in Richtung Markenkommunikation aufstellen möchte oder Marketing. Das liegt schon sehr, sehr stark an den Studenten selbst.